Altersunterschied bereitet ihr keine Probleme, Mandy Hoffmann hat mit 14 Jahren ein 10er Abitur GMAT-CHT. Jetzt studiert sie an der TU Braunschweig und das gleich zwei Studiengänge. Braunschweig, mit der Abiturnote 1,0 im Alter von nur 14 Jahren ist Mandy Hoffmann im Sommer in der E-Schlagzeilen gekommen. Nun sagt sie an der TU Braunschweig für Gewebe, und zwar mit zwei Studiengängen. Nach Angaben ihrer Schule war das Mädchen aus dem Niedersächsischen keine eine der jüngsten Absolventinnen Deutschlands mit diesem Ergebnis. Inzwischen ist die mittlerweile 15-Jährige gut an der Technischen Universität Braunschweig angekommen, wie sie der deutschen Presseagentur sagte. Seit dem Wintersemester studiert Mandy Hoffmann dort Mathe und Chemie. Das Studium fordere sie mehr als die Schule, sagte sie. Dadurch, dass ich zwei Studiengänge mache, ist es schon anspruchsvoll und auch sehr zeitintensiv. Der Altersunterschied zu den anderen Studierenden spiele eigentlich keine große Rolle, erzählte Mandy Hoffmann. Mandy Hoffmann hat ihre ersten Prüfungen im Februar und März, die meisten Leute wissen ja auch mit HT, dass ich wesentlich jünger bin. Die meisten Dozenten merken das wohl auch nicht. Ich bin quasi eine normale Studentin. Über ihre nächsten Ziele sagte sie, ich möchte erstmal meine Prüfungen im Februar und März bestehen. Dann schaue ich auf das zweite Semester.